Eins, willkommen zu einer neuen Folge im Rahmen der Halloween-Wochen hier auf dem Kanal. Ihr seht's, Diablo 1 auf der PS1. Ich spiel's auf der PS3. Ich freue mich drauf, dass es mit Hölle und Horror zu tun hat. Brauche ich wohl nicht erklären. Wer es nicht kennt, ist schon verwunderlich. Also ist halt doch ein wenig was älter, das Spiel. Wir stellen es mal auf Deutsch, dann haben wir nicht deutsche Sprachausgabe und deutsche Texte. Der Rest müsste eigentlich passen. Starten wir ein neues Spiel. Ein Spieler. Kriegerhammer. Jägerinhammer. Und Zauberer-Hammer. Und muss man sagen, mit dem Krieger habe ich das damals auf Tippit and Friends, auf seinen Kanal, schon mal durchgespielt. Und da hatte ich den Krieger genommen. Niemand, mein Zauberer. Den habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Wäre mal interessant. Ja, mach was. Kurz und schmerzvoll. So. Zack. Wir starten auf normal. Muss gestehen, ich habe das Spiel jetzt schon zweimal durchgespielt. Beide Male mit dem Krieger. Und über normal bin ich nicht hinausgegangen. Weil das ist schon ganz schön frustig manchmal. Wobei jetzt das vom Spielstil hier etwas anders sein wird. Ich habe nämlich mit der Dame auch noch nicht gespielt. Ist mir tucken zu langsam. Moment, da kann ich nämlich was einstellen. Zack. Spielgeschwindigkeit erhöht. Ach, diese Musik. Kleiner Unterschied zur PC-Version. Ja, hier gibt es eine Spiegelung. Finde ich gut. Was mich mal interessieren hätte. Habe ich jetzt tatsächlich irgendwie nur. Na gut, das werden wir im Dungeon dann rauskriegen. Ich weiß nicht, wie das mit den Zauberern hier läuft, aber wir quatschen erstmal mit jedem hier im Dorf. Erstmal mit Adria der Hexe. Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Den ersten Satz, den sprechen die immer komplett aus. Die größte Macht ist oft die, die am schnellsten verlischt. Ihr werdet auf eurem Weg uralte Worte der Macht finden, die auf Schriftrollen aus Pergament gebannt wurden. Ihre große Stärke liegt darin, dass sowohl Zauberlehrling wie auch Meistermagier sie mit gleicher Leichtigkeit und Gewalt einsetzen können. Ihre große Schwäche hingegen ist, dass ihr sie niemals im Gedächtnis halten könnt, sondern sie jedes Mal laut verlesen müsst. Wisset auch, dass ihr jede... Ja, da hakt es ein bisschen. Ich wollte mich nämlich gerade positiv äußern über die Sprachausgabe, dass das komplett vertont ist. Das wusste ich nämlich gar nicht mehr. Aber es könnte halt auch daran liegen, dass das halt nie hundertprozentig immer durchgeht. Hier können wir mal gucken, etwas kaufen. Wir haben ja leider nichts. Doch, 100 Gold hätten wir. Mana-Trank, ja, den könnten wir uns kaufen. Stadtportal ist, finde ich, mit die wichtigste Zauberspruchrolle. Ist einfach ein Rückkehrzauber. Gibt's auch als Zauber selbst? Ja. Boah, die Preise, ne? Das ist wieder Rollenspiel. Da kostet am Anfang so viel Zaster. So, dann mal zum nächsten hin, zum Schmied. Der Loop hört sich ein bisschen komisch an von der Melodie, aber die Melodie an sich finde ich cool. Was kann ich für euch tun? Ja, labern wir erstmal eine Runde, ne? Der Gastwirt hat nur wenige Gäste und kann nicht viel verdienen. Er kommt gerade so über die Runden, indem er den gelegentlichen Besuchern der Stadt Nahrung und Unterkunft bietet. Aber statt ihn zu bezahlen, verdrückt sich die Hälfte seiner Kunden einfach im Schutze der Nacht. Doch ohne seine Getreidevorräte und das getrocknete Fleisch, das er in seinem Keller lagert, wären die meisten von uns... Schon am ersten Jahr verhungert, als die Dämonen das ganze Land hier niedergetrampelt haben. Schade, 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 dass das nicht komplett durchläuft. Da muss wohl meine Disk schon eine leichte Macke haben. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Ich meine, was wir beim Schmied kaufen können, ist ja wohl klar, Rüstung und Waffen.
Während ihr tiefer und tiefer in das Labyrinth vordringt, werdet ihr Bücher mit geheimem Wissen finden, die dort seit Generationen verborgen liegen. Lest sie sorgfältig, denn sie können euch Dinge lehren, von denen nicht einmal ich weiß. Ey, mein kompletter Text durch, war aber auch kurz. Ja, gibt's Bücher, da gibt's dann automatische Steigerungen oder so Zeug, ne? Pippin der Heiler. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Das ist die einzige Stimme, die halt übertrieben dargestellt ist, sag ich mal. Ich benutze zwar eine gewisse Art von Magie, um die Tränke und Elixiere zu brauen, die ich hier lagere, aber Adria ist eine echte Hexe. Sie scheint niemals zu schlafen und sie hat immer Zugang zu seltenen Büchern und Artefakten. Ich vermute, ihre Hütte ist viel mehr als der Holzschuppen, nachdem sie aussieht, aber irgendwie habe ich es nie geschafft, hineinzukommen. Gut. Der hat Heiltränke, glaube ich. Da geben wir uns gleich mal zwei. Bei Diablo 1 ist es ein bisschen blöd. Da müllt ihr alles das Inventar zu. Ich habe das jetzt zwar da unten, ihr seht das an der Slotleiste hängen, aber... Ja gut, es ist runtergeschoben, die Slotleiste. Aber wenn die jetzt voll wäre und ich hätte jetzt die beiden Getränke gekauft, dann würde es hier das Inventar auch vollkramen. Das gilt für alles, für Waffen, für Gold vor allen Dingen. Das ist recht witzig, weil da gibt es nicht gerade wenig. Einen guten Tag. Womit kann ich euch dienen? Wir lauern mal einen Schlag. Meine Großmutter hat im Traum gesehen, dass ihr kommen und mit mir reden würdet. Sie hat Visionen, müsst ihr wissen. Und kann in die Zukunft sehen. Ah ja, alles klar. Irgendwie fehlt mir hier aber noch irgendwas. Ach, das war er hier. Hier gibt es, glaube ich, sogar die erste Quest. Dem Himmel sei Dank, ihr seid wieder da. Vieles hat sich verändert, seit ihr hier gewohnt habt, mein Freund. Alles war friedlich, bis die dunklen Reiter kamen und unser Dorf zerstörten. Viele von uns starben, bevor sie sich wehren konnten. Und die, die zu ihren Waffen eilten, wurden umgebracht oder verschleppt, als Sklaven oder Schlimmeres. Die Kirche am Dorfrand wurde entweiht und wird jetzt für dunkle Rituale missbraucht. Die Schreie, die man nachts hört, sind unmenschlich. Doch vielleicht haben einige unserer Freunde und Nachbarn ja doch noch überlebt. Folgt dem Weg, der zwischen meinem Gasthof und der Schmiede entlang führt. Dann kommt ihr zur Kirche. Rettet, wen ihr retten könnt. Und vielleicht kann ich euch sogar schon mehr sagen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Viel Glück. Ein bisschen blöd ist, die Text hier ein bisschen mit nachquatschen muss. Wir haben zwar eine Person hier im Dorf. Die ist aber so ein bisschen versteckt. Wo war denn der Horst? Ist hier zwischen den Felsen lang? Ja, da ist die Brücke. Da sind wir noch ein Händler. Da ist er. Bird, der Junge mit dem Holzbein. Hier bin ich. Ihr seht, hier muss man schon mal 50 Goldstücke ausgeben, wenn er einem was Besonderes zeigt. Also das hat mit Kaufen nichts zu tun, aber wir reden erstmal mit ihm. Hör nicht auf alles, was der Besoffene dir erzählt. Die zahllosen Bierchen haben seinen Blick und seinen Verstand getrübt. Ach, den gibt's auch noch. Den hab ich ganz vergessen. Also er hat insofern hast du mir schon einen Tipp gegeben, Bird, für den ich nicht zahlen musste. Ich habe nicht genug Gold, nicht mal um zu gucken, was der hat. Vorbereitet. Das ist ja schon dreist. So. Stimmt ja, da fehlt noch einer. Hier im Dorf gibt es noch eine Person. Der ist irgendwo unterhalb des Brunnens, lungert er rum. Wo ist er denn? Da hockt er. Fahren haben der Säufer. Kann man hier nicht mal Ruhe eintrinken? Das ist ein gutes Stichwort, mein Freund. Ich will dir mal was sagen, weil ich mich mit diesen Sachen ja auskenne. Ist mein Spezialgebiet. Das hier ist einfach das Beste. Das allerbeste. Das andere Bier ist einfach ungenießbar. Seit
Seid diese Hunde. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alle. Dann können wir jetzt endlich mal mit dem eigentlichen Spiel beginnen. Aber es ist ja irgendwie auch ein Rollenspiel. Auch wenn es ein Action-Rollenspiel ist, da will man dann natürlich auch ein bisschen Rollenspielanleihen drin haben. Das heißt halt auch Gespräche führen. Hier können wir nicht rein. Wobei ich es bis heute nicht verstehe. Die Tür sieht offen aus. Naja. Was soll's? Wie viel Zeit haben wir jetzt verplempert? Ja. Mit dem Vorspann schon so fast eine Viertelstunde. Hier fehlt mir was. Hier müsste normalerweise einer liegen. Ja, es ist manchmal so ein bisschen prozedural generiert. Es verändert sich halt alles auch ein bisschen. Auch die Levels können durchaus mal anders aussehen. Es gibt, glaube ich, ein paar feste Levels. Da ist es immer gleich, aber die können sich von der Beschaffenheit her doch verändern, die Levels. Eines der ersten Spiele, das das mitgemacht hat, ne? Heute ist das ja immer so ein Schlagwort. Ich habe gar keinen Zauber vorbereitet. Ja. Da haben wir das Problem. Ich habe einen Zauber und der hat nichts, ne? Ich glaube, wir nehmen mal. Verstehe jetzt nicht. Stufe 2 habe ich, glaube ich, noch nicht. Verstehe nicht. Verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Wie wechsle ich denn den Zauber? Wechsel mal auf den Blitz, das macht glaube ich mehr Sinn. Ich will doch nicht das. Ich hab doch den Blitz angewählt. Dachte ich zumindest. Moment. Ich weiß nicht, ob wir schon Zauberstufe 2 haben. Das sieht doch ganz gut aus. Das können wir doch mal machen. Ah, du hast gleich eine Kiste. Kiste. Wie mache ich dich auf? So, okay. Und nichts drin. Super. Wir haben auch irgendwo die Möglichkeit einer Karte. Ah, da kann ich die Zauber auch hier anwählen. Bleiben wir mal beim Feuerball. Der scheint ein bisschen tougher zu sein. Ah, Dauerkarte. Ich finde das gut. Das erinnert mich so ein bisschen. Damals war es bei Doom auch ähnlich. Konnte man die Karte die ganze Zeit während des Spielgeschehens einblenden. Was denn natürlich für die Orientierung nicht ohne war. Also er hat uns zumindest nicht getroffen, okay. Ich muss Button Mashing machen. Ich habe jetzt gerade mal kontrolliert. Es reicht, wenn ich den Button gedrückt halte, aber das tut's nicht. Wie war denn hier jetzt aufheben? Gut. In die Steuerung reinfunsen wieder hier. Sowas kann auch schief gehen, denn so einem Sarkophag kann auch ein Untoter liegen. Okay, zumindest ist der Blitz nicht gerade harmlos. Ach, jetzt habe ich auch was genommen.
Was geht auf den Maler? Ihr seht's. Eine Identifizierungsschriftrolle. Das ist recht interessant und recht nützlich. Weil, wenn ihr ins Gepäck gibt, habt ihr manchmal Gegenstände. Die haben so einen Schleier drüber. Und ja. Kann ich die benutzen? Das wäre cool. Okay. Ihr seht, wir haben auch teils optische Veränderungen. Ah, das ist eine zweihändige Axt. Sieht aus wie Holzfäller hier. Botz, botz. Au. Au. Shin, ich habe die Mana-Tränke benutzt. Super. Ich glaube, ich soll doch lieber. Das war ungeil. Ich bin richtig raus aus dem Spiel. Merkt ihr das? Ich sollte mich mal lieber mehr an der Magie orientieren und wirklich den Nahkampf nur im Notfall benutzen. Das glaube ich sind wir nicht, ja. Ja, da haben wir es. Der Feuerball ist ein klasse Feuerball, ey. So, durch die Tür. Ach, falsche Taste erwischt. Puh. Okay, der Magier ist zumindest ziemlich tödlich mit seinem Feuerball, muss ich schon mal echt sagen. Ich sollte vielleicht mal versuchen, hier mal gleich zwei rauszuballern. Das wird ein bisschen kostengünstiger. Naja. Ist eigentlich schon fies, wenn gar nichts drin ist in so einem Sarkophag. Ich bin gleich tot. Das war jetzt eine peinliche Geschichte. Ich war jetzt auf Dark Souls aus, ja wieder hin, die Leiche plündern. Ja, verlassen. Okay. Verlassen wir mal. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt eigentlich gebraucht? Ey, eine Viertelstunde, ich bin tot. Und da waren Haufen Gespräche bei. Super. Tja. Da haben wir wenigstens noch die Möglichkeit, den dritten und letzten Charakter, den ich noch nie gespielt habe, auszuprobieren. Also für euch ist der zweite klar. Machen wir Lynn draus. Und Start. Das war jetzt peinlich. So schnell bin ich selber vorher noch nie bei Diablo gestorben. Ja, Nahkampf ist halt der Zauberer auch nicht so grad. Naja. Egal. Mal wieder ein L-Fail. Was soll's. Ich glaube, sie liegt jetzt von Rüstungswerten dazwischen, ist halt auch eine Fernkämpferin, was natürlich nicht so doof ist. Ich grase jetzt bloß mal schnell die Figuren ab. Die Gespräche werde ich dann aber abbrechen. Ich meine, ihr seht, optisch unterscheiden sich die Charaktere. Es ist dann auch so bei späteren Rüstungen. Es gibt für jeden Charakter drei Varianten von Rüstungen, also wo sich es optisch halt unterscheidet. Es gibt dann halt Lederrüstung, Stahlrüstung und ich glaube Plattenrüstung und die sehen in ihren Kategorien halt gleich aus. Die Summe unseres Wissens. Ja. Das hat sie vorhin schon gesagt. Zu dem Jungen mit dem Holzbein werde ich nicht gehen. Also, weil ich weiß, hat der nie irgendwie Aufträge oder sowas. Aber bei dem anderen kann das durchaus möglich sein. Verbessert mich, wenn es nicht so ist. Kammerherr, ich war... Ich mag Peppin.
Er gibt sich wirklich Mühe, weißt du? Du musst ihn unbedingt kennenlernen. Sehr lieber Kerl. Wo doch die Leute immer Hilfe von ihm wollen. Hey, das könnte dir ja auch mal passieren. Als Held und so. Ich war vorher auch mal ein Held, weißt du? Ja, dazu ist mal was anderes gesagt. Insofern, es lohnen sich die Gespräche eigentlich immer, auch wenn ihr wieder zurückkommt. Die immer neu anquatschen. Was fehlt euch? Braucht... Kane ist ein wahrer Freund und ein Weiser. Er hat eine riesige Bibliothek und besitzt die angeborene Gabe, die wahre Natur vieler Dinge zu erkennen. Wenn ihr jemals Fragen habt, solltet ihr zu ihm gehen. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich wirklich die Synchro sehr, sehr gelungen. Vor allem, wenn man echt überlegt, wie alt das Spiel ist. Also im Ursprünglichen von 96 und 98 kam es auf die PlayStation raus. Also 4 Heiltränke, das ist gut. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Die Hexe Andrea ist eine Außenseiterin hier in Tristram. Sie kam hier an, als... Das hatte er mir beim letzten Mal schon erzählt. Griswold. Was kann ich für euch tun? Dieser Kerl wird nochmal richtigen Ärger bekommen. Oder besser gesagt, wieder mal. Ich habe versucht, ihm eine Lehre hier schmackhaft zu machen, damit er ein ehrliches Gewerbe erlernen könnte. Aber er zieht es vor, das schnelle Geld zu machen, indem er mit Waren zweifelhafter Herkunft handelt. Kann ich ihm nicht mal verübeln, nach dem, was er durchgemacht hat. Aber ich wünschte mir, er wäre wenigstens etwas vorsichtiger. Der Ritt von Bird. Aber war halt auch mal ein anderer Text, ne? Also die labern nicht immer dasselbe, das finde ich gut. Dem Himmel sei Dank, ihr seid wieder da. Okay, der hat immer noch keine Quest für uns. Einen guten Tag. Auf unseren Schmied sind die Leute hier in Tristram besonders stolz. Er ist nicht nur ein meisterlicher Handwerker, der schon viele Wettbewerbe seiner Zunft gewonnen hat, sondern er wurde sogar von König Leoric selbst gelobt. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Griswold ist außerdem ein großer Held. Frag nur mal Kane. Man kann die halt, glaube ich, wenn überhaupt, in den seltensten Fällen auf bestimmte Sachen ansprechen. Also ich könnte jetzt nicht zu Kane gehen und dann nach Griswold fragen. Das funktioniert einfach nicht, weil ist nicht gegeben. Und ich habe mich tatsächlich verfranst. Nur so ein bisschen. Ah, geht noch. Ah, das meinte ich mit prozedural. Hier liegt ein sterbender Krieger. Also, okay, der sieht einfach nur noch aus wie ein Matschhaufen, aber... Bitte hört mir zu. Erzbischof Lazarus hat uns dorthin untergeführt, um den verschollenen Prinzen zu suchen. Der Bastard hat uns in eine Falle geführt. Jetzt sind alle tot. Umgebracht von einem Dämon, den man den Schlechter nennt. Ah, die Schlechterquest. Rächt uns. Findet diesen Schlechter und vernichtet ihn, damit unsere Seelen endlich Frieden finden. Na, jetzt sind die Sätze aber besser durchgelaufen. Schlechter, gutes Thema habe ich leider mal in meinem... Let's Play of Cepit and Friends nicht geschafft. Den habe ich nie gefunden. War nie da. Keine Ahnung. Habe ich richtig vermisst. Was wollte ich? Ach ja, ins Gepäck. Mal gucken, was wir überhaupt haben. Ja, die 4 Heiltränke, die sind unten im Gurt drin. Und einen Kurzbogen mit Schaden. 1-4. Das ist ja richtig viel. Na gut. Rinnen Sie, Tümmel. Nicht immer eine Rüstung oder irgendwie sowas, aber ich glaube, das ist bei denen ein allgemeines Problem. Haben die halt einfach nicht. Jetzt brauche ich mir aber keinen Kopf machen, ob ich Fernkampf mache oder Nahkampf, ne? Wobei der Bogen ist halt eine zweihändige Waffe. Diese Hallen sind entweiht worden. Naja, wird ja nichts drin. Auch nichts drin. Übrigens, Pfeile kosten nichts. Ihr seht, es ist jetzt schon anders angeordnet. Ach, verdammt mich. Oh, das ist ja... Das ist kein Bogen, das ist ein Maschinengewehr. Ein
eine Heilungsschrift. Oh, das ist schön. Das ist sehr praktisch. Da sage ich nicht nein. Das kann auch... Ich will jetzt nicht irgendwas als Erklärung von wegen, dass ich gestorben bin. Ich bin gestorben, weil ich mich dusselig angestellt habe, weil ich mit Zauber im Infight war. Das kann aber auch tatsächlich Schwierigkeitsgrad krass verändern. So wie sich die Levels verändern. Okay, da ist kein Durchgang, dann müssen wir hier weiter. Hier ging es schon in die nächste Etage runter, aber ich werde den Teufel tun, das zu machen. Ich möchte natürlich erstmal hier erkunden. Das macht richtig Spaß mit der. Ach, macht Mords Gaudi. Kannst alles schön auf Distanz halten. Ich hatte mir denn, glaube ich, tatsächlich in meinem Let's Play auch denn irgendwann mal als Krieger einen Bogen organisiert, weil es ist einfach relativ praktisch. Ihr seht's ja. Also, es ist halt echt kein guter Bogen. So, da unten könnte es Remi Demi geben. Komm ich da überhaupt rein? Ja, aber noch nicht von hier. Das ist so eine halbautomatische Anvisierung. Wenn man so eigenermaßen in die Richtung zielt, trifft man schon. Ihr seht's, also kein Hexenwerk. Beim PC muss man halt wirklich so ein bisschen auf die Gegner draufklicken, sonst ist es nichts geworden. Ein Mannertrank, den kann ich denn schön verhökern. Das ist gut. Und ihr seht, die Level sind nicht gerade klein. Nicht, dass hier hinten irgendwie eine Truhe ist. Ich habe euch schon gesehen, Jungs. Boah, jede Menge Gold. Wo komme ich denn da rein? Boah, das will ich haben. Natürlich will ich das haben. Kleine Heilung. Hat man schon Fernkampf und der reagiert aber nicht drauf. Ich weiß nicht, ob es an der Stufe liegt, dass das dann später funktioniert, aber... Moment, so nicht. Dass man halt auch ein bisschen besser anvisieren kann hier. Wir haben Stufenaufstieg. Sehr gut. Das habe ich ja beim letzten Mal nicht geschafft. So, war das über Charakterinfo? Ja. Ich gehe natürlich ein bisschen auf Geschick. Aber Lebenskraft möchte ich auch ein bisschen haben. Geschick erhöht natürlich den Schaden vom Boden. Vom Bogen natürlich. Zum Glück weit genug. Nehmen wir natürlich beides mit. Weil selbst wenn es jetzt am Anfang für uns irgendwelche magischen Gegenstände sind, die am Anfang nutzlos wirken. Am Anfang. Ich mache schon mal Doppelmoppel hier. Dann können wir die aber immerhin noch im Dorf verkaufen. Ich sage mal Dorf. Tristram wird ja in der Lore offiziell als Stadt geführt. Ich wüsste jetzt nicht warum, aber ist so. Ich habe mir übrigens auch, muss ich sagen, schon das Remake gekauft. Remake, Remaster, Redöns von Diablo 2 Resurrection. Habe ich mir für die One geholt. War gleich mal so ein Punkt, war vom Preis her okay, ich meine, das sind 40 Euro, da hat man dann die Originalversion drauf und kann aber auch
eben die aktuelle Version spielt. Schön, alles prima. Wollte ich mich einloggen, muss ich mich ins Battlelog einloggen. Ich habe da aber gar keinen Account. War ich schon mal genervt. Warum muss ich jetzt echt mal ein bisschen rummotzen? Warum muss ich mich für ein Xbox-Spiel, wenn ich das nur offline alleine spielen will, ins Battle.net auf dem PC übrigens einloggen? Das finde ich irgendwie ungeil. Das brauche ich nicht. Da war eben ein rot markierter Gegner, habe ich das Gefühl. Klack. Sieht man so schön. Klack. Na komm, jetzt hast du schon hinter dem hergeschossen. Dann mach's auch. Klimm. Also, ja, also ich fühle mich gerade ein bisschen übermächtig mit dem Bogen, muss ich gestehen. Guten Tag. Umgesäbelt. So muss ein Laffen. Umgesäbelt mit dem Bogen. Ja, gut. Kurzschwert. Auch nicht schlecht. Das Schöne ist, man ist, wenn man hier spielt, eigentlich so ganz an die Klasse gebunden. Es ist dumm, später dann irgendwie noch einen Ausreißer zu machen, wenn man einen aufgepowerten Magier oder Bogenschützen hat, denn in Richtung einer anderen Klasse zu gehen, aber theoretisch it is possible. Ein neuer Bogen. Den gucken wir uns natürlich gleich an, aber erstmal werde ich die hier fehlen. Ah, das ist hier so die erste Stelle, wo es mal ein bisschen brachialer zur Sache geht. Aber die fallen trotzdem noch, wie die fliegen. Finde ich gut. Mana-Tränke, es gibt zumindest Kohle. No, gleich noch ein Bogen. Und vor allen Dingen, das war was Magisches. Dann gehen wir doch gleich mal ins Menü gucken. Noch klassisch, Spiel pausiert. Man hat seine Ruhe. Das ist derselbe, wie wir haben. Und der ist nicht identifiziert. Habe ich eine Identifizierungsschriftrolle? Nein, habe ich nicht. Ich könnte aber jetzt schon sagen, okay, wir gehen mal auf ein bisschen auf Nahkampf. Warum nicht, ne? Und ihr seht, das Menü ist so ratzfatz voll. Das ist Hammer. Nehmen wir noch einen Buckler mit rein. Ich hoffe bloß, ich bereue das nicht. Ein bisschen Ordnung machen hier. Jetzt kriege ich hier wieder nichts. Nein, in das blöde Menü. Bei zwei Gegenständen und dann ist eigentlich schon wieder Feierabend. Wie viel haben wir? Wir haben schon 273 Goldstücke und einen Haufen Chaos, den wir verscherbeln könnten. Jetzt tauschen wir mal aus hier. So. Jetzt habe ich Mana gesoffen. Ach, war ein Doppelklick, verdammt. Mal sehen. Er macht ja doppelt so viel Schaden wie mein Bogen. Vielleicht bringt das ja sogar was. Und wir sind ja geschickt und ich glaube, der läuft sogar unter Geschickwaffen. Weiß ich aber gerade nicht. Ja, mit dem Bogen läuft es besser, ne? Gleich nochmal ein Sarazenschwert reingesammelt. Was ich nicht führen kann. Ja. 4 bis 8. Was hat mein jetziges? Der Säbel war da auch so schlecht. Nicht 1 bis 8. Naja. Ja. Grundschaden ist halt bei dem da höher. Und ihr seht, die haben eine gewisse Haltbarkeit. Die muss man denn auch beim Schmied wieder reparieren, diese Sachen. Boah, ist schon blöd, ne? Inventar ist ziemlich voll. Ich habe leider keine Schriftrolle. Das ist sehr ärgerlich. Wie mache ich mir das platztechnisch am besten, dass ich hier noch irgendwie was reingemauschelt kriege? Bei Phil wird das nicht mehr. Hm.
Mann, ich habe nicht mal eine Rückkehrrolle. Das Gold ist okay. Ein Schuss, ein Treffer. Jawohl. Nee, ich fürchte fast, ich muss zurück ins Dorf hoch. Ein bisschen was verscherbeln. Gucken wir uns die Ecke hier noch an. Ja, ein bisschen Gold noch mitnehmen. Schriftrolle Inferno, auch gut. Und jetzt noch den Sarg aufmachen, jawohl. Und ich würde einfach mal sagen, ich gehe zurück. Aber bringt mir jetzt nichts, weiterzugehen. Wir könnten oben was verschärfen. Vielleicht kriegen wir auch mal ein bisschen irgendwie eine Lederrüstung schon für das Geld oder so. Können beim Heiler vorbeischauen. Können den Bogen identifizieren lassen. Why not? Hoho, Holzkohle. Kann ich die noch mitnehmen? Passt gerade mal ins Gepäck, ne, oder? Also so ein Brett mit dem Nagel. So. Ne, super. Aber egal. Das passt schon. So. Nicht die Treppe hier nehmen. Das wäre eine schlechte Entscheidung. Das wollen wir nicht. Es ist steuerungstechnisch ein bisschen horkelig. Es ist nicht schlimm. Man gewöhnt sich relativ schnell dran. Es kann man machen. Aber ist nicht mehr so zeitgemäß. Zudem, ich kann, glaube ich, nicht einmal analog spielen. Ich probiere mal auf analog zu stellen. Hätte ich vielleicht auch am Anfang mal ausprobieren können, ne? Ja, ich wieder. Nö, da passiert gar nichts. Okay. Na gut. Dann lassen wir uns erstmal den Bogen identifizieren. Und dann werden Sachen verscheuert. Ich werde euren Tod rächen. So viel ist mal sicher. Das Spiel hat heute noch so seinen Lootreiz. Das ist übel. Nicht Brechreiz. So, erstmal lasse ich identifizieren. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Kurzbogen der Flamme. Ja, das hört sich gut an. Er ist zwar vom Grundstein ein bisschen. Ne, das ist gleich wie meiner. Aber macht doch noch Feuerschaden. Ja, das sage ich doch nie nein. Das ist super. Ist das eher? Ja. Gut. Der Rest wird gleich bei ihm hier verschabelt. Viel gibt es dafür, glaube ich, nicht. Muss was aufpassen. Ich weiß nämlich nicht. Es ist, jetzt weiß ich's, ob die Sachen, die man anhat, auch verkauft werden. Cape Lumpen. Ja, die haben halt keine Stabilität, ne? Ein gefütterter Panzer 200. Wie viel Kohle habe ich denn? Na, da oben 400 noch was. Ein bisschen auf Rüstung gehen sollte ich. Einen Helm können wir uns eigentlich auch mitnehmen. Warum nicht? Kostet es nicht die Welt. Kleiden wir gleich mal ein. Und dann könnte es sogar sein, dass wir optisch schon eine Veränderung am Charakter haben. Nö. Nö, haben wir nicht. So. Ernst was zu sagen? Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Trank der Genesung ist insofern gut, das geht, da geht's Mana. Und die Lebensenergie wieder hoch.
So. Jetzt muss ich ein bisschen wursteln. Ach, wir haben sogar schon einen Trank der völligen Heilung gefunden. Das ist natürlich nice. Was war das? Heilung und Heilung. Die behalte ich natürlich auch. Aber ich glaube, die brauchen einen Tuck länger als die Heiltränke zum Benutzen. Gut. Jetzt noch zur Hexe. Das Mana-Krop-Gedöns von Hülkorn. Und dann wieder runter in den Keller. Die Spielung hier genießen, die es in der PC-Version nicht gibt. Das ist aber der Balalaika-Spieler wild. Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Das verkaufen? Ja, es gibt nicht viel Geld, aber naja, was willst du machen, ne? Okay, passt. Gut. Obwohl, Mädel, hast du vielleicht eine Stadtportalrolle? Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Jawohl. Und ich hab's Geld nicht. Läuft. Egal. Dann machen wir das jetzt nochmal ohne. Wir sind jetzt eh schon bei einer Dreiviertelstunde etwa. Einmal nochmal rein in den Keller, noch ein bisschen aufräumen da unten. Jetzt mit unserer Feuerpfeile. Könnte lustig werden. Ihr seht, man kann den Charakter auch bloß in 8 Richtungen, also Analogsteuerung ist ja nun mal nicht. Aber ich habe gerade Kratzen im Hals. Scusi. Jetzt machen wir auf jeden Fall das erste Geschoss noch fertig. Und dann gucken wir mal, ob keiner guckt. Nicht wahr? Da unten durch die Tür durch. Ja, die haben definitiv Feuerschaden. Und ich meine, es ist ja wurscht. Es ist ja bloß eine Zusatzoption. Warum bin ich denn da nicht reingegangen? Ich habe das nie gesehen, dass da die Tür sich dödelt. Ich bin ein Horst. Wir sind, glaube ich, gleich wieder full. Das geht eh furchtbar, furchtbar schnell in dem Spiel, muss ich schon sagen. Identifizenzauber brauche ich mir erstmal nicht mehr holen, beziehungsweise muss nicht zu keinen Brunnen. War da noch irgendwas anderes dabei? Ein Büchle. Feuerblitz. Da hätte ich jetzt sagen, okay, kann man benutzen. Muss man aber nicht. Weil ich wäre kein Magier werden. Und wir haben ja jetzt schon Bogen mit Feuerzauber, also noch ein Grund weniger. Aber das, was ich gesagt habe, ihr könnt trotzdem noch in der Klasse wechseln. Die Startklasse ist halt nur eure Startklasse. Stufenaufstieg, jawollo. Gehen wir wieder ein bisschen auf Geschick.
Das ist schon wieder so eine Stelle gewesen, wo es denn mal kritisch werden kann am Anfang. Ein Cape. Können wir gleich mal gucken, ob das besser macht. Ja, der Bogen ist halt wirklich... Das ist... Es gibt Maschinengewehre, die feuern langsamer, glaube ich. Nein. Aber... Über 60 Schuss in der Minute, erzählt mir, was ihr wollt. Das ist schon... Den Bogenschützen müsst ihr mir mal zeigen, der das schafft. Ist nichts weiter, aber wir hatten ja das Cape gefunden. So geht das leider im ganzen Spiel immer, dass man immer gleich guckt. Was habe ich denn da Tolles Neues gekriegt? Aber unsere gesteppte Rüstung, unser gefütterter Panzer ist besser. Aber... Menü ist schon fast wieder voll gerümpelt, ey. Das ist so bitter. Ich könnte mir mal einen Heiltrank reinpfeifen. Aber da bleibt wieder ein bisschen Platz im Inventar, ein bisschen mehr. Erstmal den Raum da unten gucken. Hier sind wir noch nicht fertig. Ich hoffe, wir kommen noch in den Raum mit dem viel Geld. Kleine Kiste. Fast übersehen, aber auch nichts drin. Na super. Da ist der Raum mit dem Geld. Komme ich doch irgendwo rein? Jo, da gibt es eine Tür. Das ist doch mal eine kleine Finanzspritze am Anfang des Spiels hier, würde ich auch mal meinen. Hier muss ich mal ein bisschen sortieren, das quält mir nicht. Ich kann eigentlich schon wieder gar nichts mehr mitnehmen. Man kann die Sachen auch leider nicht drehen, dass ich die jetzt hier unten rein. So Tetris-mäßig ist hier nicht. Stachelkeule. Ein Dolch nochmal. Was war denn das eigentlich? Sarazenenschwert, was ich nicht weiß. Könnten wir mal benutzen. Dann kann ich da nämlich drauf gehen. Es ist ein Sarazenenschwert. Okay. Er hat es identifiziert als normales Sarazenenschwert. Das ist nice. Das finde ich übrigens sehr nice, dass man durch die Gitter auch die Gegner schon wegballern kann. Ich denke mal, das wird der letzte Raum hier sein. Und ich kann den Buckler, glaube ich, nicht mal mitnehmen. Mehr kann ich wirklich nicht tragen. Kann ich noch ein bisschen umsortieren? Geht da was? Ne. Ich könnte jetzt sagen, ich schmeiße irgendwas Wertloses raus. Ja. Aber der Buckler wird auch nicht viel wert sein. Dann heißt es, wir latschen wieder mal zurück. Wo man ein bisschen darauf achten muss, es kann sein, dass immer noch so im Schatten irgendwo der eine oder andere Gegner versteckt war. Dass man den so ein bisschen umlaufen hat und gar nicht registriert hat, dass der da ist. Aber ich mag das Spiel, Leute. Das ist das. Ich habe jetzt schon wieder Bock, das durchzuspielen. Aber. Komplette Let's Plays erstmal hier auf dem Kanal nicht. Zumindest nicht, wenn wir Oktober haben. Ihr seht, mit Karte ruckelt es ein bisschen mehr. Ohne läuft es ein bisschen flüssiger. Also, rauf in die Stadt. Jawohl. Ich
will nicht, dass das lädt. Ach nee, das hat jetzt Philipp Amthor irgendwann mal gesagt. Das ist, dadurch ist es offiziell out. So, also jetzt können wir hier noch echt viel Zeug vertickern. Das gefällt natürlich. Mich wundert eigentlich, dass er hier nichts zu sagen hat. Seid mir herzlich gegrüßt. Willkommen im Gasthof zum Sonnenaufgang. Der Schlechter. Ah, okay. Und ein neues Gerücht hat er auch, weil es war blau hinterlegt. Ein grausames Monster mit einem riesigen Beil erzählt. Ich glaube, er nannte es den Schlechter. Gut. Gerüchte. Der Schmied Griswold kennt sich bei Waffen und Rüstungen extrem gut aus. Wenn ihr jemals etwas an euren Sachen auszubessern habt, solltet ihr auf jeden Fall zu ihm gehen. So macht man Tutorial, Leute. Finde ich. Naja. Einen guten Tag. Womit kann ich euch dienen? Geht auch was Neues. Als Farnham irgendwas über einen Schlechter erzählte, der Leute umbringt, habe ich es sofort als eine seiner Faseleien abgetan. Aber da ihr jetzt auch davon anfangt, ist da wohl doch etwas mehr dran. So. Ich bin zusammen mit Berts Mutter Kenneth aufgewachsen. Obwohl sie nur leicht verletzt wurde, als die Dämonen ihn entführt haben, hat sie sich davon nie wieder erholt. Ich glaube, sie ist an gebrochenem Herzen gestorben. Bert hat sich zu einem hartgesottenen Jungen entwickelt, der nur durch den Schweiß anderer reich werden will. Ich weiß ja, dass er viel durchgemacht und Schrecken gesehen hat, die ich mir nicht mal ausmalen könnte. Aber etwas von der Finsternis schwebt immer noch über ihm. Tja, schade, 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 Papade, dass die Texte halt nicht komplett vorgelesen werden. Wie gesagt, also meine CD hat vielleicht doch schon den einen oder anderen Kratzer. Was kann ich für euch tun? Wir können ja mal gucken. Erstmal verscheuern. Stahlkeule raus. Cape raus. Ich kann weg. Sarazenschwert kann weg. Gut. Er hat erstklassige Ausrüstung. Die ist halt schweineteuer, ne? Ihr seht, da geht schon ein bisschen was. Da sind auch jedes Mal noch irgendwelche Perks drauf. Aber, naja. Gut, der ist halt ein bisschen stabiler dadurch. Ich glaube, der ist normalerweise bei 15 oder sowas. Sowas wäre halt schon mal interessant, ne? Selbe Rüsteffekt, aber der Schaden wird noch weiter reduziert. Aber, was willst du machen? Was hat er Normalausrüstung? Kann ich alles nicht brauchen. Kein schönen Bogen da. Nein. Aber natürlich. Ein paar Reparaturarbeiten. Schadet ja nichts. Ne? Nicht, dass wir nachher ohne Schutz dastehen, weil die Rüstung Jordan, über den Jordangang ist. Oder der Bogen Hallo, halt im Freund. Eimer. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Die haben alle jetzt was Neues zu sagen. Das finde ich gut. Die Hexe Andrea. Das ist nicht neu. Es sieht so aus, als habe Erzbischof Lazarus eine ganze Reihe von Stadtbewohnern dazu überredet, im Labyrinth nach dem verschollenen Sohn des Königs zu suchen. Er stachelte ihre Angst an und verwandelte sie in einen aufgeputschten Pöbel. Keiner von ihnen hatte auch nur die leiseste Ahnung, was ihn wirklich in der kalten Erde erwartete. Lazarus ließ sie dort. Lazarus ließ sie dort unten im Stich, wo sie den Fängen unvorstellbarer Horrorgestalten umkam. In den Fängen natürlich. Scusi. Ich bezweifle, dass hier der Gute was zu sagen hat. Kann man hier nicht mal Ruhe eintrinken? Doch, die haben alle was zum Schlechter zu sagen. Das ist interessant. Los! Großes Hackebeil tötet alle meine Freunde. Konnte ihn nicht aufhalten. Er musste weglaufen. Konnte sie nicht retten. Eingesperrt in einem Zimmer mit so viel Leichen. So viel
Freunden! Nein! Dem geht's, glaube ich, nicht so gut. Niemand hört mir zu. Irgendwo, ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo unter dieser Kirche liegt ein Riesenhaufen Gold. Glänzend. Und schimmert und wartet nur darauf, dass ihn jemand mitnimmt. Gut, den haben wir, glaube ich, schon gefunden. Also das war es ja mal. Nicht gerade wenig Geld, was wir da in dem Raum gefunden haben. Mal sehen, was die Hexe noch zu bieten hat. Also das Spiel ist eine Wonne. Muss ich echt sagen. Ich mach das heute noch. 25 Jahre alt. Läuft. Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Erstmal rede ich mit ihr. Es gibt vieles in der Zukunft, von dem wir noch nichts wissen können. Aber wenn es kommt, werden es unsere Kinder sein, die damit fertig werden müssen. Auf der Seele von Bert, dem kleinen Rumtreiber, lasten dunkle Schatten. Aber er ist deshalb noch lange keine Gefahr für diese Stadt oder ihre Bewohner. Durch seine Verbindungen und seine heimlichen Geschäfte mit der Unterwelt und den geheimen Gilden hat er Zugang zu Objekten, die man ansonsten in Tristram nicht so leicht bekommt. Seine Methoden kann man vielleicht kritisieren. Aber Bert kann euch trotzdem eine wertvolle Hilfe sein in eurem Kampf gegen die Mächte der Finsternis. War er tatsächlich bei mir nie, weil er hat immer Käse verkauft, den konntest du nie brauchen. Der Schlechter ist ein sadistisches Geschöpf, das sich an Schmerz und Qual anderer Wesen erfreut. Ihr könnt die Spuren seines Wirkens nur zu gut an dem Trinker Farnham sehen. Die Vernichtung des Schlechters wäre ein großer Beitrag zur Sicherheit dieses Dorfes. Da hat sie mal ausnahmsweise recht. Gucken wir mal, was wir rauskloppen können. Die Heiltränke, die behalte ich. Identifizierung auch. Buch über Heilung, das hau ich raus. Vielleicht später nochmal, aber ist ja immer random, was man einsammelt. Deswegen kann das auch sein, dass ich sowas dann auch noch finde. Ist natürlich seltener so ein Buch als wie eine Heilzauberrolle oder sowas. Aber ja. Die Identifizierung lassen wir. Feuerblitz kann weg. Wie gesagt, ich habe selber Feuer. Kein Mana-Trank mehr? Ne. Nichts. Gut. Was mich aber interessiert, ob sie vielleicht... Ja, die Stadtportalrolle, die gönne ich mir auf jeden Fall. Wenn sie es irgendwann später hat, würde ich mir sogar das Buch gerne gönnen. Stadtportal kann man auch als Zauber kaufen. Aber so ist es natürlich angenehm schon mal für den Anfang, dass man was hat, das man überhaupt teleportieren kann. Das macht das natürlich sinniger. So. Jetzt bin ich aber tatsächlich ein bisschen neugierig. Zu Kane möchte ich nochmal, aber... Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Eigentlich nur wegen dem Schlechter. Ich denke mal, hier hat er nichts Neues. Kane ist ein wahrer Freund. Ja, das kennen wir. Beim Licht, ich kenne diesen bösen Dämon. Von den wenigen Überlebenden, die nach Lazarus' Expedition wieder aus dem Labyrinth zurückkehrten, trugen die meisten die Spuren seines Zornes auf dem Körper. Ich weiß nicht, womit er ihnen diese Wunden beigebracht hat, aber es kann keine gewöhnliche Waffe gewesen sein. Die Wunden waren eitrig und entzündet, und selbst ich konnte sie kaum heilen. Wenn ihr diesen Höllensohn gegen diesen Höllensohn kämpfen müsst, seht euch vor. Höllensohn ist auch eine gute Beleidigung, wenn man heutzutage nicht gesperrt werden will auf YouTube. Gut, ich gehe nochmal zu Bird. Ich werde jetzt doch mal in sein Inventar schauen. Ich werde ja nichts haben, was ich mir leisten kann. Also, der hat immer Preise, die sind jenseits von Gut und Böse. Aber trotzdem mal gucken zumindest. Hier bin ich.
Erstmal, was hast du? Kurzschwert des Lichtes, Lichtradius erhöht. Ansonsten eine ganz normale Kurzschwertwaffe. Nee. Aber. Achso, ich habe jetzt dafür schon bezahlt. Danke. Gut. Der hat kein Inventar in dem Sinne, okay. Aber das wechselt halt stetig. Ich weiß mehr über diesen Mistkerl, als du ahnst. Seine kleinen Freunde haben mich festgehalten und mir das Bein ausgerissen, bevor Griswold mich aus diesem Loch rausgezogen hat. Ich will's mal ganz simpel ausdrücken. Mach ihn fertig, bevor er dich umbringt und ausgestopft in seine Leichensammlung packt. Das ist mal eine Aussage. Gut. Haben wir mit allen gequatscht, wir haben einen Dungeon geklärt, wir sind einmal gestorben als Zauberer. Also mit der Bogenschützin komme ich hier wesentlich besser klar. Und ja, das ist halt Diablo, ne? Es geht halt Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk runter. Und ihr müsst den Dungeon da clearen. Der Schlechter ist halt der erste Boss mehr oder weniger. Kann ich euch nicht zeigen, brauche ich bestimmt noch eine Stunde, bis ich bei dem bin. Wäre denn hier zu lang? Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Like, wenn es nicht ganz so scheiße war, wäre auch nicht schlecht. Ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Ja, ich fange jetzt auch hier an, Werbung zu machen. Ein bisschen vorankommen hier in dem Kanal, wenn ich schon wieder Videos mache. Ne? War ja lange genug nicht der Fall. Nee, Quatsch. Ich freue mich einfach, wenn ihr kommentiert. Der Rest ist mir relativ egal. Aber ein bisschen Kommunikation ist schon schön. Und an dieser Stelle sage ich, das war's mit der heutigen Folge der Halloween-Wochen mit Diablo 1 auf der PlayStation 1. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Haut rein. Bis zur nächsten Folge Halloween-Wochen. Bis denne.